Mike betreibt auf seiner Webseite einen Online-Shop für Bergsteigerausrüstung. Viele Konkurrenzunternehmen verkaufen ähnliche Produkte und bieten Preisnachlässe an. Dennoch wächst das Online-Geschäft von Mike wie verrückt. Wie erreicht er das? Indem er sicherstellt, dass er mit seinen Ausgaben für AdWords-Kampagnen die bestmöglichen Ergebnisse erzielt. Mikes Erfolg mit AdWords begann mit praktischem Herumprobieren. Durch seine Tests hat er jedoch letztendlich drei Dinge herausgefunden, mit denen er die Leistung seiner AdWords-Kampagne durchgängig verbessern konnte. Erster Tipp: Verwenden Sie klare und aussagekräftige Keywords und Anzeigentexte. In seinen ersten Kampagnen hat Mike sehr allgemein gefasste Keywords und Anzeigentexte mit Begriffen wie Campingausrüstung und Outdoor-Bekleidung verwendet. Mit diesen konnte er zwar zahlreiche Besucher auf seiner Webseite locken, aber die Anzahl der Verkäufe war niedrig. Als er dann das Hauptaugenmerk seiner Kampagnen auf sehr spezifische Keywords wie Wanderstöcke und Bergsteigerhelme richtete, erreichte er mit seinen Anzeigen zwar weniger Nutzer, aber sein Umsatz stieg an. Nutzer, die über eine solche Anzeige auf Mikes Webseite gelangen, waren auf der Suche nach einem bestimmten Produkt und fanden es dort sofort. Zweiter Tipp: Erstellen Sie relevante Zielseiten. Mike setzt in allen seinen Anzeigen Links auf die jeweils zugehörige Zielseite auf seiner Webseite, statt die Nutzer einfach auf die allgemeinen Startseiten der Webseite weiterzuleiten. Dadurch gelangen Nutzer, die nach Wanderstöcke suchen und auf Mikes Anzeige klicken, direkt auf Seiten mit nützlichen Produktinformationen und einer klar gekennzeichneten Kaufschaltfläche. So finden Besucher leicht die Produkte, die sie suchen, und können sie auch problemlos kaufen. Dritter Tipp: Überwachen Sie die Gebote und passen Sie sie an. Einige Keywords sind profitabler als andere. Es kommt darauf an, welchen Wert ein bestimmtes Keyword für Ihr Unternehmen hat und in welcher Relation dieser Wert zu den Kosten für das Keyword steht. Wenn Mike feststellt, dass er mit einem Keyword wie Wanderstöcke zahlenden Kunden für sich gewinnen kann, ist er bereit, mehr dafür auszugeben. Daher erhöht er sein Gebot dafür, um eine bessere Anzeigenposition zu erzielen und mehr Besucher für sich zu gewinnen, die wahrscheinlich etwas kaufen werden. Da er Verkäufe und nicht nur Website-Traffic erzielen möchte, senkt Mike seine Gebote für Keywords, mit denen er zwar Klicks auf seine Anzeige erzielt, die für gewöhnlich aber nicht zu Käufen führen. Hierzu zählt etwa das Keyword Campen. Außerdem löscht Mike die Keywords, mit denen er überhaupt keine Verkäufe erzielt. Mit einfachen Tipps wie diesen können Sie die Leistung Ihrer AdWords-Kampagne erhöhen. Weitere Anregungen, wie Sie den Erfolg Ihres Unternehmens mit AdWords steigern können, erhalten Sie in der AdWords-Hilfe.